Hallo Internet, herzlich willkommen zurück bei Autotest Service. Danke, dass ihr reinschaut. Heute mal mit einem Service-Thema, das ihr aber bitte keinesfalls mit einer Rechtsberatung verwechseln dürft. Wenn ihr rechtliche Probleme habt, geht zum Anwalt. Das alles, was jetzt kommt, dient nur einem groben Überblick. Fangen wir an. Garantie und Gewährleistung. Die Foren sind voll davon, wenn Leute Sachen kaufen, Autos oder Autoteile und dann Probleme haben, dass sie dann nach Hilfe fragen, welche Ansprüche sie haben, und sehr, sehr oft wird da Garantie und Gewährleistung durcheinander gehauen. Dieses kleine Video soll einfach nur die Unterschiede aufzeigen und soll euch zeigen, welche Ansprüche ihr gegebenenfalls gegen zum Beispiel den Verkäufer oder andere habt und was ihr tun könnt, wenn was so richtig schief läuft, was ihr beachten müsst. Ja, ihr seht schon, Garantie und Gewährleistung sind nicht dasselbe. Ich habe hier zwei Spalten. Das heißt, ihr seht deutliche Unterschiede. Links die Gewährleistung, die ist gesetzlich geregelt im bürgerlichen Gesetzbuch, zum Beispiel im Kaufrecht. Und ein solcher Anspruch entsteht grundsätzlich immer automatisch, wenn ihr einen Kaufvertrag abschließt. Das heißt, ihr geht zum Händler, kauft etwas, ihr habt immer automatisch Gewährleistung. Ein Händler kann die gegenüber einem Verbraucher auch nicht ausschließen. Das heißt, immer habt ihr Gewährleistung. Wenn ihr allerdings von einem anderen Verbraucher, also von privat kauft, oder ihr selbst seid Unternehmer, dann kann die Gewährleistung tatsächlich ausgeschlossen werden. Der Standardfall des Gesetzes sieht aber immer Gewährleistung vor. Anders Garantie. Garantie ist ein zusätzlicher Vertrag. Das heißt, neben dem Kaufvertrag, den ihr schließt, wird noch ein zusätzlicher Garantievertrag entweder ausdrücklich oder konkludent geschlossen. Das Ganze ist freiwillig, optional und wird meistens so als Goodie dazugegeben. Bei Neuwagen ist es sehr üblich. Außer BMW fällt mir jetzt kein Hersteller ein, der keine Neuwagengarantie gibt. Bei Gebrauchtwagen geben die Verkäufer das oft gerne als Verkaufshilfe hinzu. Manchmal auch schon einfach, weil sie ihr eigenes Risiko aus der Gewährleistung etwas minimieren wollen. Ja, gegen wen bestehen denn nun die etwaigen Ansprüche? Bei der Gewährleistung richten sich alle Ansprüche gegen den Verkäufer. Wie eben schon gesagt, ganz wichtig, auch gegen den privaten Verkäufer. Deshalb, wenn ihr ein Auto verkauft, schließt immer die Gewährleistung ausdrücklich aus. Auch wenn ihr zum Beispiel an ein Autohaus das Auto verkauft, ein Auto in Zahlung gebt, immer ausschließen. Bei der Garantie richten sich die Ansprüche gegen den Garantiegeber. Das sind meist die Fahrzeughersteller bei Neuwagengarantien. Bei Anschlussgarantien ist es gerne mal zum Beispiel die Car-Garantie oder ähnliche Dienstleister. Ja, das macht ganz deutlich, ihr habt oft zwei Ansprüche gegen zwei völlig verschiedene Personen. Bei welchen Defekten habt ihr nun aber Ansprüche? Bei Gewährleistung müsste der Defekt ein Sachmangel sein, der auch noch bei Gefahrübergang vorgelegen haben müsste. Sachmangel, was ist das überhaupt? Ja, also blöder gesetzlicher Begriff. So ein Sachmangel bestimmt sich nach dem Gesetz nach drei verschiedenen Stufen, auf die ich jetzt nicht näher eingehen möchte. Gewöhnlich wird aber dabei geschaut, was da üblicherweise erwartet werden kann von der Sache. Das heißt, welcher verständige Käufer kann denn üblicherweise welche Beschaffenheit genau erwarten und welche muss er nicht erwarten? Und für die Fälle, die er nicht erwarten muss, dann ist das ein Sachmangel. Ich mache mal ein Beispiel, das ist so hochtrabend hier. Nehmen wir an, ihr kauft ein Auto mit 200.000 Kilometer mit Automatikgetriebe. Und kurz nach dem Kauf geht das Getriebe kaputt. Und nun ist die Frage, muss der Verkäufer euch im Rahmen der Gewährleistung das Getriebe ersetzen? Also ist es ein Sachmangel? Oder aber kann der Verkäufer sagen, nee, nee, du hättest nie erwarten dürfen, dass das Getriebe tadellos funktioniert. Bei der Laufleistung und dem Alter ist das ganz normal, dass das Getriebe ausfällt. Und das bestimmt dann letztendlich ein Gutachter, der schaut nach, was kann bei diesem Fahrzeugtyp üblicherweise erwartet werden. Und wenn das eine richtige Gurke ist, also wenn das ein Serienmangel ist, dann schaut der Gutachter auch nochmal, was bei anderen Fahrzeugen derselben Fahrzeugklasse, bei anderen Herstellern zu erwarten ist. Ja, in unserem Fall, wenn der Gutachter also sagt, normalerweise fällt das Getriebe nach 200.000 Kilometern aus, dann ist das zwar defekt, aber kein Sachmangel im juristischen Sinne.
Wenn er aber sagt, nee, nee, normalerweise hält das Getriebe 250.000 Kilometer, dann habt ihr bei 200.000 Kilometer etwas, was ihr nicht erwarten musstet. Ihr hattet im Endeffekt einen Sachmangel. Dieser Sachmangel müsste bei Gefahrübergang vorgelegen haben. Gefahrübergang ist regelmäßig die Übergabe des Autos. Das heißt, es hätte damals schon defekt sein müssen oder der Defekt hätte angelegt sein müssen. Da hilft euch aber der Gesetzgeber etwas, indem er sagt, 6 Monate nach Kauf, nach der Übergabe der Sache, muss der Verkäufer euch beweisen, dass das eben noch nicht vorlag. Kann er meistens nicht. Aber ihr müsst dem Verkäufer zuvor beweisen, dass der Defekt überhaupt ein Sachmangel ist. Das heißt, ihr zahlt im Zweifel erstmal den Gutachter, der sagt, der Automatikgetriebedefekt ist ein Sachmangel. Sehr kompliziert. Da ist die Garantie viel einfacher. Da ist einfach jeder Defekt, der in den Garantiebedingungen steht, automatisch versichert. Wenn da also drin steht, das Getriebe ist versichert, dann muss die Garantie da zahlen und ihr habt einen Anspruch gegen die Garantie. Ansprüche können aber auch ausgeschlossen werden. Bei der Gewährleistung immer dann, wenn der Käufer von den Mängeln wusste, also wenn ihr vor dem Abschluss des Kaufvertrags bereits seht, das Getriebe läuft aus oder euch das der Verkäufer sogar sagt und in den Vertrag reinschreibt, dann haftet der Verkäufer nicht für den Defekt am Getriebe. Er haftet auch nicht, wenn er wirksam die Gewährleistung ausschließen konnte. Das geht von Privat zu Privat, das geht von Unternehmer zu Unternehmer und das geht auch von Privat zu Unternehmer. Da kann die Gewährleistung ausgeschlossen werden. Auch kein Anspruch besteht, wenn der Käufer eine Selbstvornahme macht. Selbstvornahme meint Folgendes: Ihr habt einen Defekt und statt zum Verkäufer zu gehen, geht er in irgendeine Werkstatt und lasst ihn beheben. Und jetzt wollt ihr die Rechnung an den Verkäufer schicken. Das geht so nicht. Denn der Verkäufer hat immer das Recht der zweiten Andienung. Damit ist gemeint, er darf immer selbst erstmal nacherfüllen, bevor ihr irgendwas machen könnt. Das heißt, wenn ihr das ihm nicht erlaubt, unterlauft ihr dieses Recht von ihm und er muss für diesen einen Defekt keine Gewährleistungsansprüche mehr geben. Wer also woanders reparieren lässt, kann die Gewährleistungsansprüche in den Wind schreiben. Ja, bei der Garantie gibt es verschiedene Garantiebedingungen, die sind vertraglich festgehalten, wo einfach festgelegt wird, welche Bedingungen der Garantienehmer zu erfüllen hat. Meist sind das Wartungsbedingungen, das ist, wie das Fahrzeug genutzt wird, also keine Rennstrecke und so ein Zeug halt, ne? Aber auch wichtig, technische Veränderungen am Kfz wie Tuning oder Autogas, also insbesondere Chip-Tuning, können die Ansprüche, naja, schwierig machen. Können Ansprüche übertragen werden? Grundsätzlich bei der Gewährleistung ja, über Abtretung. Das heißt, wenn ihr ein Auto, was ihr gerade vom Unternehmer erworben habt, ihr kauft im Autohaus ein Auto und entscheidet euch kurz danach, ach, ich verkaufe es weiter, so könnt ihr die Ansprüche, die ihr gegen das Autohaus habt, an den neuen Käufer abtreten. Ob das Autohaus das vielleicht vertraglich ausschließen kann, ist umstritten, weiß ich nicht genau, muss ein Anwalt klären. Bei der Garantie ist das ganz unterschiedlich. Es gibt Garantien, die können problemlos übertragen werden. Das ist die Neuwagengarantie zum Beispiel meistens. Es gibt auch Anschlussgarantien, die können übertragen werden. Oft wollen die, dass man anzeigt, wer der Neue ist, also der neue Garantienehmer ist. Wird dann einfach umgeschrieben, die Garantie. Aber zum Teil sind die Garantien überhaupt nicht übertragbar. Auch das habe ich schon erlebt. Ihr seht also, die Ansprüche können, auch wenn ihr von privat kauft, könnt ihr Ansprüche haben. Ihr müsst einfach den alten Verkäufer mal fragen, hatte der eventuell Ansprüche? Hat er das Auto vielleicht auch erst frisch erworben? Immer nachfragen. Kleiner Exkurs zum Ende hin. Kulanz. BMW zum Beispiel gibt neben der Gewährleistung viel Kulanz. Auch andere Hersteller geben viel Kulanz. Eine ganz tolle Sache, habe ich auch schon oft bei Mercedes von profitiert. Aber es ist eine freiwillige Leistung des Herstellers oder eines Autohauses. Und ihr habt keinerlei Rechtsanspruch auf Kulanz. Beispiel. Irgendjemand hat einen Automatikgetriebeschaden und auf Kulanz wird das instand gesetzt. Kann er sich freuen. Jetzt habt ihr exakt den gleichen Fall, selbes Alter, selbe Laufleistung, stellt den Kulanzantrag, er wird nicht bewilligt.
und ihr könnt nichts machen. Das ist halt so und kommt in der Praxis auch oft vor. Kleiner Hinweis noch, ihr habt keinen Gewährleistungsanspruch auf Kulanzreparaturen. Ihr seid völlig auf das Wohlwollen des Vertragspartners oder des Kulanzgebers angewiesen. Für mich wäre es nichts auf Dauer. Ja, wenn es euch gefallen hat, kommentiert, liked und abonniert. Ich mag alle Ansprüche auf einmal. Ich liebe Kulanz, aber mit Garantie und Gewährleistung schlafe ich besser.